Frauke war ein Jahr vor ihrem Verschwinden zusammen mit ihrem Ex-Freund Christos von Lübbecke nach Paderborn gezogen, um dort im St. Vinzenz Krankenhaus eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu absolvieren. Frauke hatte nach der Beziehung mit Christos, mit dem sie 4 Jahre liiert war, eine weitere Beziehung, die aber nur ein Jahr dauerte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens waren sie schon getrennt. Vor der WM 2006 war sie am Wochenenden in Diskotheken unterwegs, besuchte das Sommerfest der Paderborner Universität und chattete intensiv über ICQ oder die Website Ulity, wo sie unter dem Namen Sweet Cory registriert war. Am Morgen des 20. Juni 2006 ging Frauke zur Schwesternschule und von dort aus direkt in den Irish Pub Old Triangle, um das Spiel Ecuador gegen Deutschland zu sehen. Danach ging sie nach Hause, um sich umzuziehen und traf sich dann mit ihrer Mutter und ihrem Mitbewohner Christos zum Essen. Nach dem Spiel schaute sie mit ihrer Arbeitskollegin Isabella, deren Mann, und weiteren Mitschülern das Spiel England gegen Schweden, das um 21 Uhr begann. Christos und ihre Mutter brachten sie zum Pub und verabschiedeten sich dort. Christos war mit seiner neuen Freundin zum Telefonieren verabredet und wollte daher nicht mitkommen. Fraukes Mutter brachte Christos nach Hause, wo ihm allerdings auffiel, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte. Sie kehrten noch einmal zum Pub zurück, wo Frauke ihm ihren Schlüssel gab. Im Pub war sie eigentlich noch mit ihrem neuen Bekannten Nils verabredet, der jedoch erst um 23 Uhr hätte dort sein können und daher noch während des Spiels absagte. Es gibt Zeugenaussagen von Isabella zu diesem Spiel und auch zu Fraukes Verhalten. Die möchte ich jetzt mal kurz auflisten. Frauke hatte während des Spiels keinen Kontakt mit Fremden. Ich gehe mal davon aus, dass Fremde all jene wären, die weder Isabella, ihr Mann, noch Mitschüler wären. Frauke trank während des Spiels nur ein Cola Bier. Sie hatte ohnehin nicht viel Geld dabei, unter 5 Euro und naja, von einem Cola Bier wird man auch nicht betrunken. Frauke schrieb den ganzen Abend über mit Nils. Während des Schreibens ging ihr Akku leer. Isabella lieh Frauke ihren Akku, den sie nach dem Spiel zurückbekam. Frauke soll müde gewirkt haben. Frauke wollte nach Hause. Chris wartet, ich gehe nach Hause, sonst muss er die halbe Nacht aufbleiben, soll sie gesagt haben. Das Spiel endete um 22.50 Uhr mit einem Unentschieden. Ungefähr um 23 Uhr hat Frauke dann den Pub verlassen und wollte nach Hause. Sie musste am nächsten Tag arbeiten und hat sich bei Isabella mit "Wir sehen uns morgen" verabschiedet. In den kommenden 2 Stunden ist sie von Paderborn nach Nieheim gefahren. Dies ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich, da um diese Uhrzeit nicht mehr gefahren wird. Auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist das unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Frauke in der Zwischenzeit ihr Handy geladen hat, eher unwahrscheinlich bzw. nicht möglich. Dies lässt vermuten, dass Frauke mit einem Kraftfahrzeug von Paderborn nach Nieheim gekommen ist. Unter der Berücksichtigung der Fahrzeit von 45 Minuten kann Frauke sich maximal bis 0 Uhr in Paderborn aufgehalten haben. Denn dann kam am Mittwoch, den 21.06. um 0.49 Uhr, also in der Nacht nach dem Spiel von Dienstag auf Mittwoch, eine SMS von Frauke bei ihrem Ex-Freund und jetzigen Mitbewohner Christos an, und zwar aus der Funkzelle Nieheim-Entrup. Der Inhalt dieser SMS war: "Komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England, lach Smiley. HDGDL, bis später." Für alle die es nicht wissen, HDGDL war damals eine Abkürzung für "Hab dich ganz doll lieb", und das war nicht ungewöhnlich für Menschen, die sich tatsächlich nahestanden. Da Fraukes Akku nach Verlassen des Pubs leer gewesen ist, muss in der Zwischenzeit der Akku aufgeladen oder kurzfristig an ein Stromkabel angeschlossen worden sein. Am Morgen des 21. Juni wird Frauke von Isabella in der Schwesternschule vermisst. Sie wendet sich an die Lehrerin, dann ruft sie Christos an, der bestätigt, dass Frauke nicht zu Hause ist. Christos hat diese SMS tatsächlich gelesen, hat auf Frauke gewartet, hat versucht, sie zu erreichen. Ihr Telefon war ausgeschaltet und irgendwann ist dann Christos auch eingeschlafen. Wie dem auch sei, die Mutter von Frauke, Ingrid Liebs, erstattete noch am gleichen Tag vergeblich Vermisstenanzeige bei der Polizei in Bad Driburg. Diese nahm den Fall noch nicht auf, da Frauke erwachsen war und weniger als 24 Stunden vermisst wurde.
Auch war Bad Driburg der falsche Ort für eine Anzeige, denn diese müsste am Heimatort, also in Paderborn, aufgegeben werden. Forges Mutter war zu der Zeit Lehrerin an einer Schule in Bad Driburg, daher der Aufenthaltsort Bad Driburg. Dort hatte sie übrigens auch eine Zweitwohnung, da ihr eigentlicher Wohnort Lübbecke war. Am Donnerstagabend wurde mit etwa 40 Helfern überall in der Stadt Paderborn Flugblätter verteilt, die auf das Verschwinden von Frauke aufmerksam machten. Auch erstattete Fraukes Mutter an diesem Donnerstag erfolgreich Vermisstenanzeige in Paderborn. Am Freitag wurde über die Medien der Appell an Frauke verbreitet, sich bei ihrer Familie zu melden. Vom Abend des 21. Juni bis zum Abend des 27. Junis meldete Frauke sich nun täglich per SMS oder Anruf. Die Anrufe und Nachrichten kamen überwiegend abends, wie gesagt, und enthielten kaum Erklärungen zu ihrer Situation. Anfangs deutete Frauke ihre baldige Heimkehr an, weitere Anfragen beantwortete sie aber vage oder ausweichend und zum Teil auch rätselhaft oder widersinnig. Wie die Ermittlungen später ergaben, befand sich das Handy dabei in verschiedenen Paderborner Gewerbegebieten. Wir werden auf den Inhalt dieser Anrufe im nächsten Teil detailliert eingehen. Dann wurde am 4. Oktober gegen 19 Uhr in einem Waldstück in der Nähe der Landstraße 817 zwischen Asseln und Hebramwald die stark skelettierte Leiche Fraukes gefunden. Der Auffindeort liegt etwa 20 Kilometer von Paderborn entfernt, 16 Kilometer von Bad Driburg und 35 Kilometer von Nieheim entfernt. Es gab keine Anzeichen auf Gewalteinwirkung. Es gab keine Anzeichen auf Schüsse. Es gab keine Anzeichen auf Erdrosseln. Drogen oder K.O.-Tropfen konnten nicht nachgewiesen werden. Es fehlten Handy, Armbanduhr und Handtasche. Der Ablageort der Leiche war vermutlich nicht der Tatort, weil man keine Fingerabdrücke gefunden hatte und auch keine Kampfspuren und so weiter. Der Ablageort war schwer einsehbar. Die Leiche war bekleidet. Die Leiche war nur spärlich mit Reisig und Laub zugedeckt. Das waren die Fakten zum Fall Frau.